Offenkundig zur Überraschung der Wall Street eskaliert die US-Bankenkrise weiter, nachdem kurz zuvor ja wir praktisch die zweitgrößte Bankenpleite in der Geschichte der USA gesehen haben und JP Morgans Chef Diamond gesagt hat, naja, jetzt könnt ihr euch alle wieder entspannen, die Bankenkrise ist erstmal vorbei. Das Gegenteil ist der Fall, wir sehen heute massiven Druck bei den Regionalbanken, das hat die Gesamtmärkte mit nach unten gezogen. Und ist das eine Überraschung, dass das passiert? Nein. Warum nicht? Weil schlichtweg das Problem ja nicht beseitigt wurde. Und das Problem heißt, es gibt woanders hohe Zinsen in Geldmarktfonds, etwa 5% derzeit. Und die Banken aber bieten nur mickrige Zinsen, durchschnittlich 0,38%. Viele Regionalbanken können sich das gar nicht leisten, den Kunden solche 4-5% Zinsen zu bieten, sodass die eben nicht wechseln in diese Geldmarktfonds. Also werden Gelder abgezogen. Also bluten diese Banken regelrecht aus und müssen diese abgeflossenen Gelder dann durch Notkredite bei der Fed oder bei der FHLB ersetzen. Die sind teuer verzinst, damit verschlechtert sich die gesamte Lage dieser Banken und dementsprechend geraten Aktionäre jetzt in Panik und verkaufen diese Aktien. Eigentlich völlig logisch, aber die Wall Street, die letztendlich sich wie ein Kind die Augen zugehalten hat und geglaubt hat, dann würde man nicht gesehen, ist das scheinbar etwas Überraschendes. Wir wollen uns die derzeitige Lage mal anschauen, vor allem mit der Frage, ja, was jetzt tun, liebe Fed? Die Notenbank hat ja lange die Inflation ignoriert, negiert, als transitory bezeichnet, musste dann so schnell die Zinsen anheben, dass wir jetzt als Folge dieser Zinsanhebungen eben diese Bankenkrise haben. Und jetzt ist die Frage, was tun morgen? Denn da ist ja die Entscheidung der Notenbank, soll man die Zinsen nochmal anheben, damit faktisch die Lage der Regionalbanken in den USA noch weiter verschärfen, oder soll man die Zinsen nicht anheben? Und dann würden sich aber die Märkte denken, Mensch, was weiß die Notenbank Fed, was wir nicht wissen? Das könnte dann sozusagen eine Panik sogar an den Märkten auslösen, obwohl die Fed wahrscheinlich auch nicht viel mehr weiß als wir. Aber es sich eben sagt, naja, vielleicht lassen wir jetzt erstmal die Zinsen unverändert, halten die Füße still, wir werden sehen, was morgen passiert. Hier sehen wir, was heute passiert. Wir sehen etwas größere Minuszeichen, S&P 500 minus 1,7%, Stand jetzt, wo ich das Video hier mache. Wir sehen allerdings den Russell 2000, in dem der Finanzsektor mit 20% sehr stark gewichtet ist, minus 3%. Und wir sehen vor allem den VIX, das Volatilitäts- und Angstbarometer, wie es so schön heißt, das gestern noch auf knapp über 16 abgestürzt war, jetzt über 19 mit einem Anstieg von fast 19%. Booms! Da passiert also was, die Wall Street ist ein bisschen aufgewacht, welcome to reality, und eben aufgewacht zu der Lage dieser Banken in den USA, die schlichtweg ausbluten. Hier sehen wir mal die Problemkandidaten heute, das ist Westpac. Das sind Regionalbanken, die wir gleich in diesen Verlustsituationen nochmal sehen werden. Und das Interessante ist, dass wir gestern schon einen massiven Fall dieser Regionalbanken gesehen hatten. Aber die Märkte, die Wall Street hat das nicht interessiert. Wir laufen einmal nach oben. Wir machen neue Verlaufshochs. Und dabei war die Valley National mit 20% im Minus, die Metropolitan mit 18%, Home Street mit 18%. Also viele zweistellige Minuszeichen. Und dabei hatte doch eine Studie des Wall Street Journal ergeben, dass mindestens 200 Banken in den USA in einer ähnlichen Lage sind wie damals die Silicon Valley Bank und die Signature Bank, die ja beide gescheitert sind, 200 Banken oder sogar mehr. Und warum dann, nachdem die dritte Bank platt gegangen ist, nämlich die First Republic Bank, dann das Problem gelöst sein soll, hat sich mir nie so richtig erschlossen. Heute sehen wir folgendes: PacWest minus 30%, Western Alliance minus 25%, Metropolitan minus 21%. Alles Zwischenstände kann sich rasend schnell ändern. Home Street, Science und wie sie alle heißen. Und das ist im Grunde eine Krise, die nie geendet hat. Die haben wir im Grunde schon seit Anfang März, 8. März oder so, war die Pleite der Silicon Valley Bank. Und hier sehen wir mal das Regionalbanken-ETF KRE, jetzt auf dem tiefsten Stand seit Oktober 2020, ist jetzt 34% dieses Jahr im Minus, 37% in den letzten beiden Monaten.
Noch hat die Fed nichts gesagt, noch hat die Einlagensicherung FDIC nichts gesagt. Und hier sehen wir mal, dass wir jetzt praktisch die kompletten Gewinne fast des Jahres 2020 ausgepreist haben. 2020 hat die Fed das Gegenteil gemacht von dem, was sie zuletzt gemacht hat. Sie hat die Zinsen gesenkt, hat Liquidität ins System geschoben. Jetzt hat sie die Zinsen angehoben und hat damit eigentlich Liquidität aus dem System gezogen. Die Märkte haben gesagt, naja, ist doch Party wie 2021, als eben von Zinsanhebungen noch nichts zu sehen war. Und man hat sich gesagt, die Bankenkrise, die ist vorbei, die Abflüsse von Geldern von Bankkonten sind vorbei. Das meinte auch einer meiner allerbesten Freunde, Jim Cramer, der sagte, ich bin ein Bär, wenn es Zeit ist, dafür zu sein, aber dieser Aktienmarkt, der gehört den Bullen. Kürzlich hatte er noch gesagt, we're near the end of the deposit flight. Also wir sind nahe des Endes der Abflüsse von Geldern von den US-Banken. You said no more bank failures, I said no. More bank failures könnte man in diesem Cartoon zusammenfassen. Und wie gesagt, es geht zur Sache. Und das, nachdem Jamie Dimon gesagt hat, also jetzt könnt ihr erstmal aufatmen. Die Bankenkrise, die ist vorerst vorbei. Und dieses Aufatmen hat keine 24 Stunden gedauert. Also das ist die Halbwertszeit einer solchen Aussage, dass die Krise vorbei ist. Wie gesagt, das ist nicht logisch, weil das Problem ja nach wie vor da ist. Geld fließt ab, weil es woanders hohe Zinsen gibt. Und jetzt ist eben die Frage, was tun, wenn die Fed jetzt die Zinsen senken würde, dann dürfte die Inflation wieder nach oben gehen. Das ist sozusagen die Wahlpest. Oder sie sagt, wir halten erstmal die Füße still oder erhöhen noch einmal und hoffen das Beste. Das wäre dann die Option Cholera. Zumal wir jetzt sehen, dass auch im Arbeitsmarkt langsam die Abschwächung ankommt. Wir hatten heute die JOLTS, also die offenen Stellen in den USA, die angebotenen Stellen. Die waren schwächer als erwartet. Allerdings wurde der Vormonat nach oben revidiert. Aber es ist jetzt nur noch so, dass auf einen Arbeitslosen 1,64 offene Stellen kommen in den USA. Das bedeutet aber immer noch ein ziemlich enger Arbeitsmarkt, wodurch die Fed eigentlich keinen Grund hätte, wenn jetzt diese Bankengeschichte nicht wäre, die Zinsen zu senken oder nicht mehr anzuheben. Hier sehen wir mal, dass jetzt in den Berichten, in den Quartalsberichten, in den Earnings Calls der S&P 500 Unternehmen das erste Mal jetzt der Begriff Job Cuts öfter genannt wird als Labor Shortage. Also das erste Mal, dass das Thema Abbau von Arbeitsplätzen dominanter ist als wir haben Probleme letztendlich Arbeitskräfte zu finden. Das zeigt diese Abschwächung. Und hier sehen wir mal, wie das so langsam jetzt immer steiler nach oben geht. Der Arbeitsmarkt ist ein nachlaufender Indikator und es dauert meistens, bis die Dinge dann auch am Arbeitsmarkt ankommen. Und siehe da, nach diesen Turbulenzen jetzt erste Stimmen von Parlamentariern aus den USA, die sagen, Mensch, Pauli, du musst doch mal aufhören, die Zinsen zu senken, anzuheben. Das macht man doch nicht, gell? Schau mal, was du anrichtest. Und ja, es ist die Schuld der Fed. Man kann es nicht anders sagen. Hätte man frühzeitig auf diese Inflation reagiert, wäre diese Inflation nicht so eskaliert. Hätte man die Zinsen nicht so schnell anheben müssen, was dann eben diese Schieflage dieser Banken ausgelöst hat. Wir sehen das heute. Die Erwartungen an die morgige Entscheidung der Zinsfrage ein bisschen runtergegangen sind. Es war ja noch kürzlich so, dass mit fast 90% Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen wurde, dass die Fed morgen die Zinsen um 25 Basispunkte anhebt. Jetzt sind wir nur noch in Anführungszeichen bei 78%. Also immer noch sehr wahrscheinlich und man geht davon aus, dass sogar eine Möglichkeit oder ging vorher davon aus, dass sogar die Möglichkeit besteht, dass im Juni dann vielleicht nochmal die Zinsen angehoben werden und vielleicht dann sogar nochmal. Aber wenn wir jetzt zu den Märkten kommen, sehen wir in der NYSE 4 Aktien, die steigen, 25, die fallen. Gut, das ist ein Muster, das hatten wir schon länger, dass praktisch nur wenige Aktien steigen und damit die Indizes nach oben schieben, weil eben diese Aktien sehr marktschwer sind. Im Nasdaq, der sich noch besser hält, weil eben auch hier sozusagen solche Werte wie Apple sich ziemlich gut halten, wie Microsoft sich gut halten, also die Dickfische gewissermaßen. Aber was wirklich passiert, das sehen wir an den Rohstoffmärkten etwa. Hatte ich schon mehrfach betont, schauen wir uns mal diese Divergenz zwischen Kupfer und Gold an. Kupfer, ein konjunktursensitives Metall, das Nachfrage anzeigt oder eben fehlende Nachfrage. Und wir sehen auf der anderen Seite Gold, vermeintlich sicherer Hafen oder sicherer Hafen, heute nach oben. Diese Divergenz zeigt, was der Fall ist. Und wir sehen heute Crude Oil,
Das amerikanische Öl, das 4% fällt, eben wegen Rezessionssorgen, weil man sich sagt, Mensch, das könnte ein ziemlich heftiger Abschwung werden. Und das Ganze fing damit an, bevor diese Bankenturbulenzen heute am Start waren, nachdem die Royal Bank of Australia, die eigentlich zuletzt mal signalisiert hatte, ach, wir werden mal die Zinsen nicht mehr anheben, doch überraschenderweise die Zinsen angehoben hat. Und jetzt gibt es da interessanterweise eine ziemliche Korrelation zwischen dem australischen Leitindex und dem DAX und dem Dow Jones. Das sehen wir heute. Der DAX vor dieser Bankengeschichte schon ein bisschen schwach, hat zunächst mal ein neues Jahreshoch erreicht, über 16.000 Punkten. Und wenn wir über die Fed gesprochen haben, dann müssen wir über die EZB sprechen, denn die kommt am Donnerstag. Ja, was wird die denn machen? Wird die dann die Zinsen anheben oder wie stark anheben? Heute hat sie mitgeteilt, die Kreditstandards, die haben sich derart verstrengert, könnte man sagen. Also die Bereitschaft der Banken, Kredite zu vergeben, ist so stark eingebrochen wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Das kommt eigentlich der Fed, der EZB entgegen, denn dann müsste sie vielleicht die Zinsen nicht mehr so stark anheben. Und hier sehen wir mal auch der Rückgang der Kerninflation. Das deutet darauf hin, dass wir möglicherweise morgen maximal einen 0,25% Schritt sehen. Heute kamen ja die Verbraucherpreise aus der Eurozone. Headline CPI 7,0 statt 6,9 erwartet. Das ist mehr als im Vormonat. Wir sehen also, dass faktisch die Headline CPI wieder gestiegen ist. Allerdings Core, also die Kerninflation, auf 5,6 gefallen von Vormonat 5,7. Aber nach wie vor natürlich viel zu hoch und eigentlich muss die EZB ja die Zinsen weiter anheben. Und ich will abschließend noch drei Artikel empfehlen, die, glaube ich, in diesem Kontext extrem relevant sind. In diesem Artikel sehen Sie die beste Aufstellung für diese ganzen Parameter, was da im Bankensektor los ist mit Krediten in den USA etc. etc. Erste Empfehlung, hatte ich heute Morgen schon empfohlen. Wer es nicht gelesen hat, gesehen hat, der muss das nachholen. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung, Notkredite für Banken. Darüber wird kaum gesprochen. Es geht um diese FHLB-Loans. Die sind in der deutschen Öffentlichkeit kaum irgendwie thematisiert. Wir bei Finanzmarktwelt thematisieren das aber, weil das ein wichtiger Faktor ist. Zweite Empfehlung und dritte und letzte Empfehlung, nochmal, was die EZB sagt, wie stark die Banken hierzulande in der Eurozone die Kreditvergaberichtlinien verschärft haben. Also das sind drei Dinge, die Sie sich mal zu Gemüte führen sollten unter dem Video als Link. Ich sage jetzt erstmal Servus und Ciao.